Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu dieser Schiffseinweisung zur Odin. Ganz frisch verfügbar im Spiel, jetzt zu bauen in der Werft. Am Ende müssen 3.500 Dublonen investiert werden für Level 19 und 20, um sie dann wirklich so günstig bauen zu können. Und ihr müsst eine Menge grinden. Aber ja, wir wollen euch in diesem Video zeigen, was ihr dafür erhaltet, damit ihr eure Entscheidung besser treffen könnt. Gut, geschichtlich gesehen. Entwurf aus 1935 war einer der Voranwürfe zur Scharnhorst. Hier 305 mm, bei der Scharnhorst wurden ja nachher, ich glaube, 283 mm Kanonen verbaut und die Panzerung ist ein bisschen anders bei der Scharnhorst. Aber ja, das ist einer der Entwürfe, die dann am Ende nicht genommen wurden. Und ja, Wargaming hat dieses Schiff hier auf T8 gesetzt, ja, aufgrund mancher Besonderheiten. Wir wollen erstmal mit der Panzerung anfangen. Und da haben wir hier oben schon die ersten Besonderheiten. Wir haben hier vorne nämlich einen Panzergürtel. Da haben wir 32 mm, hier haben wir 60 mm und hinten sieht es genauso aus, 32 und 90 mm sogar. Also am Ende wisst ihr schon, worauf ich hinaus will. Zuerst mal AP. Ihr könnt nur overmatched werden, also die Panzerung der gegnerischen Granaten wird ignoriert bei einem Kaliber von 460 mm oder größer. Ja, das heißt, die kommen da durch, aber alle anderen Granaten könnt ihr, wenn ihr euch geschickt anstellt, eben abprallen lassen. Ja, also das ist wirklich überschaubar, ihr müsst immer nur gucken, wer gegen euch spielt. Dann haben wir hier vorne eine Zitadelle, die nur 19 mm Panzerung hat, das, und hier oben 200 mm. Jetzt denkt vielleicht jeder, wow, nur 19 mm. Ja, das ist aber hier in dem Sinne ein Vorteil. Und zwar kommt hier sozusagen fast der Vorteil wie bei der Smolensk zu tragen, weil wenn ihr overmatched werdet, also von Yamato oder Musashi und so weiter, dann müssen die Granaten ja durch diese 32 mm durch. Und dann treffen sie möglicherweise auf die 19 mm. Das heißt aber, dass die AP-Granate der Yamato gar nicht aktiviert wird, weil die Schwelle, um die AP-Granate zu aktivieren, viel größer ist und ihr würdet dann nur ein Overpen bekommen statt einen Zitadellentreffer. Wenn die Yamato euch Zitadellen will und das frontal tut, dann muss sie diesen kleinen Bereich hier treffen, damit das überhaupt klappen kann. Ja? Wenn ihr natürlich nicht angestellt seid, also angewinkelt seid, sodass Granaten abprallen können, dann wird es ein bisschen problematischer für euch. Ja? Also da könnte dann durchaus auch mal passieren, dass die Granate möglicherweise hier durchkommt und trotzdem noch eben in diesem Bereich hier einschlägt. Ne? Es ist wichtig, dass ihr euch mit der Odin immer vernünftig anstellt zu euren gegnerischen Schiffen. Das kommt aber eigentlich bei jedem Schiff zum Tragen. Dann haben wir hier eine Panzerungsstärke beim Deck von 50 mm. Heißt, ihr seid anfällig für schwere Kreuzer, die ein Viertel Penetration haben. Die brutzeln euch ganz schnell weg mit ihren HE-Granaten. Und auch Bomber, die AP- oder HE-Bomben abwerfen, können euch leicht penetrieren, weil die Zitadelle darunter nämlich auch nur 90 respektive 80 mm Panzerung hat. An der Seite sieht es nochmal ein bisschen sportlicher aus, wie ich persönlich finde, ziemlich gut sogar. Wir haben hier 320, innen dann nochmal 120, also 440 plus die 45 mm Panzerung an der Seite. Ist also wirklich, wirklich gut, Turtleback, typisch deutsch. Ne? Also HE-Anfälligkeit ist gegeben, Overmatch-Anfälligkeit ist relativ gering. Ich schicke euch jetzt direkt ins Gameplay und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu den Werten bei diesem Schiff. Bei den Trefferpunkten habt ihr 52.800 stockmäßig zu Buche stehen. Das sorgt leider dafür, dass die Odin weder auf T8 noch auf T7 konkurrenzfähig in Anführungsstrichen bei den Trefferpunkten ist, weil ihr seid quasi das schlechteste Schiff von den Trefferpunkten her. Erst ab T6 gibt es Schiffe, die noch weniger Trefferpunkte haben als ihr. Bei der Torpedo-Schadensverringerung haben wir 22%, da sind wir auf T8, also auf Bismarck und Tirpitz-Niveau, also eher am unteren Ende. Viele Schiffe haben da mehr Torpedo-Schadensverringerung. Bei der Artillerie, da sehen wir wieder ein bisschen anders aus. Wir haben hier drei Türme, A3 Rohre, 305 mm, also 9 Mumpel in der Luft. Wir haben hier kurz vor Toreschluss leider noch eine Ladezeitveränderung bekommen und laden jetzt hier 23 Sekunden nach statt 20, wie das eben auch bei der RG ist, die gleichen Geschütze hat. Bei der Dauer der 180-Grad-Kehre sind wir bei 30 Sekunden. Die maximale Streuung beträgt hier 233 Meter, der Sigma-Wert 2.0 und hat alles auf eine Kampfentfernung von 19,1 Kilometer. Diese Werte könnt ihr quasi sehr gut nachempfinden, wenn ihr North Carolina fährt. Die Streuungsellipse und der Sigma-Wert sind komplett identisch, egal auf welche Entfernung ihr schießt, bei der North Carolina. Ja, also stellt euch gerne in den Übungsraum und schießt mal bis 19,1 Kilometer, ja, und dann wisst ihr ungefähr, wie das Streuungsverhalten der Odin ist. Ja? Weil, wie gesagt, mathematisch sind die komplett identisch.
Dann gucken wir uns schon die HE-Granate an. Ist so wieder typisch deutsch, geringer Alpha-Damage, ne? Also 900 Alpha-Damage weniger als die Bismarck-HE-Granate, obwohl die ein größeres Kaliber hat. Aber wir haben hier auch die Alaska nochmal in Vergleich gezogen. Die hat nämlich 700 Alpha-Damage mehr als die deutsche Granate, obwohl sie gleiche Kaliber hat. Also ne, nur damit ihr da schon mal eine Einsortierung habt. Wir haben hier 27% Brandwahrscheinlichkeit Stock. Ich habe hier Signalflaggen drauf, darum komme ich auf 29%. Wenn man noch mehr auf Brand skillen möchte beim Kapitän, dann könnte man noch 31% kommen. Das alles, also dieser geringe Alpha-Damage der HE-Granate, wird kompensiert durch eine hohe Panzerdurchschlagskraft der Sprengmunition, 76 mm. Ja, das heißt, ihr könnt alle Schiffe selbst auf T10 mit eurer HE-Granate penetrieren. Also die Decks sind nicht dicker als 76 mm. Ihr habt natürlich nicht nur HE, auch wenn das durchaus sinnvoll ist, die hier bei der Odin ab und zu mal zu benutzen, gerade wenn Gegner spitz zu euch stehen oder stark angewinkelt zu euch stehen, dass ihr dann eben diese HE-Granaten benutzt, gerade weil sie eben fast überall durchkommen sozusagen, außer ihr schießt direkt in die Seite. Dann habt ihr noch AP, die overmatcht 21 mm, britische Kreuzer sind da also Mode für euch. Das heißt, eure AP-Munition ignoriert die Frontpanzerung der britischen Kreuzer, also Minotaur, Neptune, Edinburgh und so eine Sachen. Alle anderen Kreuzer, da müsst ihr dann halt gucken, dass ihr möglichst eine gute Breitseite bei denen erwischt, damit ihr da ordentlich Schaden reindrücken könnt. Wenn ihr nicht overmatcht, dann seid ihr auf Standard-Abprallwinkel angewiesen. 0 bis 30 Grad keine Penetration, 30 bis 45 Grad eben Abpraller oder Penetration kann stattfinden und nach 45 Grad gibt es immer eine Penetrationsberechnung. Ja. Ihr müsst mindestens 51 mm Panzerung durchschlagen, bis dann der Zündverzögerer von 0,033 Sekunden auslöst. Ihr könnt mir da gerne einen geringeren Zündverzögerer gewünscht, damit es ein bisschen einfacher wird, hier die Kreuzer eben zu zitadellen, weil ihr manchmal eben auch unter Overpens leidet, gerade wenn ihr leichte Kreuzer beschießt. Wenn ihr schwere Kreuzer beschießt, also Hindenburg, Rhône oder so, die sind gerne und gut zu zitadellen. Leichte Kreuzer, Cleveland oder so, da wird es ein bisschen schwieriger, wie ich persönlich finde. Da kommt es dann auf die Distanz drauf an, dass die Granate nicht mehr so viel Wucht hat. Ja. Wenn ihr die Panzerung durchdringt, verbessert sich der Winkel der Durchdringung, das nennt sich Normalisierung, um 6 Grad. Sigma-Wert 2.0 hatte ich vorhin schon erwähnt. Bei der AP-Granate haben wir hier 9400 Alpha-Damage. Das ist übrigens 400 bis 500 Punkte besser gegenüber der Kronstadt oder der Alaska, die das gleiche Kaliber verschießen. Ja. Dann haben wir noch die Durchdringungswerte. Auf 19 Kilometer durchdringt ihr mit eurer Granate 302 mm, auf 12 Kilometer 395 mm und auf 7 Kilometer 489 mm Panzerung. Das heißt, die Durchdringungswerte sind nicht schlecht, aber Alaska ist 10 bis 15 mm auf jeder Entfernung stärker und die Kronstadt sogar 80 bis 90 mm stärker. Ja, die hauen noch mehr rein, sind dann aber natürlich auch Overpen-anfälliger auf Kreuzern zum Beispiel. Dann haben wir hier noch eine Sekundärbewaffnung dabei, 128 mm 6-Türmer A2 Rohre und 150 mm 2-Türmer A3 Rohre. Ja, die Reichweite wurde ganz leicht nach oben gebracht. Ich würde hier aber definitiv keinen reinen Sekundärbild empfehlen. Die Odin braucht dringend ein Survive-Bild, auch aufgrund der geringen Trefferpunkte. Ihr seid ein Schlachtschiff, ihr brennt lange, also eine ganze Geschichte spielen hier eine Rolle. Darum, ich würde die nur so nebenbei skillen. Mit der Signalflagge und der Zielsystemmodifikation 1 in Slot 3 packt ihr schon ein paar Prozent an Reichweite drauf und dann kommt ihr eben auf diese 8,5 Kilometer und das ist eigentlich eine ganz angenehme Geschichte. Die schießen immer mal drauf, wenn euch ein Schiff zu nahe kommt. Kurz danach könnt ihr schon die Torpedos einsetzen, die wir nämlich als nächstes behandeln wollen. Wir haben hier nämlich zwei Torpedowerfer dabei, Steuerbord und Backbord, jeweils einen Vierfachwerfer, 6 Kilometer Reichweite, 64 Knoten schnelle Torpedos, 13.700 Alpha Damage. Und damit seid ihr eins von nur drei Schlachtschiffen, die überhaupt Torpedos haben auf T8. Ja, die Ki und die Tirpitz und eben jetzt die Odin. Und was macht die Odin da noch besonders? Genau, ihr seid das einzige Schlachtschiff, was Torpedos und Hydro hat. Ja, ihr habt also beides. Ihr könnt Torpedos, gegnerische Torpedos vermeiden und selber Torpedos absetzen. Und das hat schon so manchen überrascht. Die Torpedowinkel sind übrigens genauso gut wie die der Graf Spee, wenn nicht sogar noch einen Ticken besser. Also ihr könnt sehr weit nach vorne die Torpedos auch abwerfen, müsst also nicht total in die Breitseite drehen. Ja, mehr gibt es zu den Torpedos eigentlich nicht zu sagen. Bei der Flugabwehr, ja, da gibt es ein bisschen mehr zu sagen. Wir haben hier nur 258 kontinuierlichen Schaden. Die Flugabwehr wurde sogar nochmal leicht verändert. Die Verteilung der Schäden in den mittleren und Langstreckenbereich wurde verteilt.
Generell haben wir hier 6 Kilometer Reichweite, was für ein deutsches Schiff relativ gut ist, weil Tirpitz und Bismarck zum Beispiel nicht so weit schießen wie ihr mit der Oden. Der kontinuierliche Schaden ist allerdings relativ gering, muss man ganz ehrlich sagen, ist eher Ende des Mittelfeldes, könnte man sagen, so von der Richtung, in der wir uns da bewegen. Bei der Manövrierbarkeit haben wir hier 31,5 Knoten zu Buche stehen. Das ist ganz okay, ist ein normaler Wert, aber es gibt auch Schiffe, die definitiv schneller fahren. Beim Wendekreisradius haben wir hier eben 790 Meter. Das ist Platz 4 gegenüber allen T8-Schlachtschiffen. Besser ist nur die Alabama, die Massa oder Massachusetts, North Carolina und mit der Monarch sind wir sogar gleich auf. Alle anderen Schlachtschiffe haben einen größeren Wendekreis. Und auch bei der Ruderstellzeit seid ihr auf Platz 4. Vanguard, Lenin und Vladivostok sind bei der Ruderstellzeit schneller. Ja, alle anderen Schiffe sind eben langsamer als ihr. Dann haben wir Erkennbarkeit zu Wasser, 12 Kilometer. Ich habe hier voll auf Tarnung geskillt. Auch die Erkennbarkeit ist relativ gering. Es gibt da Schiffe nur 2 Stück am Ende, die besser sind als ihr. Ihr belegt nämlich damit Platz 3. Monarch und Roma sind ein ganz bisschen besser als ihr selbst. Ja, aber auch da muss man ganz klar sagen, ja, da kann man schon ein bisschen mehr auch mit den relativ geringen Trefferpunkten machen, weil wenn man mit den 12 Kilometer vernünftig spielen kann, ja, wenn man das eben gut abschätzen kann und sich in die entsprechenden Situationen bringt, dann kann man die 12 Kilometer sehr stark ausnutzen, weil die Geschütze dann bei der Oden auch mega genau sind. Bei den Verbrauchsmaterialien hier bei unserer Oden haben wir am Ende 4 Stück zur Verfügung. Wir haben hier ein Schadensbegrenzungsteam in Slot 1, Wirkungsdauer 15 Sekunden, in meiner Skillung hier 72,2 Sekunden Abklingzeit. Slot 2, die Reparaturmannschaft, habe ich hier 5 Aufladungen dabei, weil ich schon den Inspekteur hier natürlich mit reingeskillt habe. 316 Punkte pro Sekunde stellen wir wieder her. Das sind am Ende 8.800 und ein bisschen, die ihr in einem Zyklus wiederherstellen könnt. Auch da 72,2 Sekunden Abklingzeit. In Slot 3 könnt ihr wählen zwischen Jäger oder Aufklärungsflugzeug. Ich habe mich jetzt hier erstmal für das Aufklärungsflugzeug entschieden. Der Jäger funktioniert hier aber auch ziemlich gut, gerade weil eure Flak vielleicht nicht ganz so stark ist, könnt ihr euren Gegner, eure gegnerischen CVs dann mal einen Ticken ärgern. Also ich ärgere mich immer, wenn gegnerische Schiffe diese komischen Abfangjäger da eben starten. Weiter geht's dann schon mit der hydroakustischen Suche in Slot 4 und das ist eben meiner Meinung nach ein kleines Highlight, gerade weil hier beides kombiniert wird. Ne? Hydro und Torpedos für ein Schlachtschiff ist halt schon eine coole Sache. Ortung von Torpedos 3,5 Kilometer, Ortung von Schiffen 5, Aufladung 4. Bei den Verbesserungen habe ich mich hier ganz klar für eine Survive-Build entschieden. Ne? Hauptbewaffnungsmodifikation 1, dann eben schadensbegrenzte Systemmodifikation 1, weniger Brand, weniger Wassereinbruchswahrscheinlichkeit, Zielsystemmodifikation und da gibt es eben nochmal Streuung der Hauptbatteriegranaten um 7% reduziert. Und wir haben hier auch die Feuerreichweite sekundär beschleunigt und die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer. Also alles Bewaffnung, die wir hier an Bord haben. Ne? Wir profitieren von allen drei Sachen. Dann gibt es in Slot 4 Schadensbegrenzungssystem Mod 2. Wenn ihr brennt oder wenn ihr Wassereinbruch habt, dauert das weniger lang, also 15% weniger. Und in Slot 5 dann die Tarnsystemmodifikation. Streuung der Gegnergranaten erhöht und Erkennbarkeit des Schiffes um 10% minimiert. Bei den Signalflaggen habe ich mich wie folgt entschieden. Ich habe jetzt hier Mike Yankee Soxy 6 oben drin für die Sekundärfeuerreichweite die 5% mitgenommen. Ich habe hier India X-Ray und eben Victor Lima dabei für mehr Brandwahrscheinlichkeit bei den HE-Granaten. Und in der unteren Reihe habe ich von links November Foxtrot geskillt, Ladezeit der Verbrauchsmaterialien beschleunigt, Sierra Mike mehr Höchstgeschwindigkeit, India Delta mehr Trefferpunkte bei der Reparaturmannschaft und dann eben Juliet Yankee Biso 2 für Reparatur oder aus Wassereinbruch minus 20% und Reparaturdauer oder Brandbekämpfung, Zeit für die Brandbekämpfung minus 20% bei der India Yankee Flagge. Und dann, oder Signal besser gesagt, dann die ökonomischen und so weiter, die könnt ihr skillen, wie ihr wollt. Wenn ihr die Oden freischaltet, dann bekommt ihr eine Typ 10 Tarnung dazu mit den Standardwerten bei der Erkennbarkeit und Streuung der Gegnergranaten und dazu gibt es dann die Schiffswartungskosten minus 10% und EP-Gefecht plus 50%. Der Kapitän auf meiner Oden ist hier wie folgt geskillt. Wir haben hier präventive Maßnahmen geskillt, um die Ausfälle ein bisschen zu reduzieren. Dann haben wir in Reihe 2 Tausendsasser dabei für die Ladezeit des Verbrauchsmaterials. Dann den Adrenalinrausch, um ja, den Schaden, den wir nehmen, eben in Verkürzung der Ladezeit umzuwandeln. Dann gibt es in Reihe 3 Grundlagen der Überlebensfähigkeit, weniger Zeit für Brandbekämpfung und Wasserauspumpen benötigt. Dann gibt es den Inspekteur, mehr Aufladung bei den Verbrauchsmaterialien. In Reihe 4 den Brandschutz. Die Anzahl der
der Brände und eben das Risiko des Brandes überhaupt wird hier reduziert. Und dann haben wir eben den Tarnungsmeister dabei, wo wir nochmal 10% weniger erkannt werden. Ihr könnt hier den Inspekteur auch tauschen und dafür dann das Schadensbegrenzungsteam, also höchste Alarmbereitschaftsskill und den Ladeexperten, ja, wenn ihr nicht diese fünfte Reparaturmannschaft zu häufig benötigt. Ne? Also das ist so ein bisschen auch Gefühlssache bei euch. Ne? Kann ich euch so ans Herz legen, ein Sekundärbild lehne ich hier auf der Odin komplett ab. Es gibt Pro und Contra bei dem Dampfer. Ich habe mir hier Folgendes aufgeschrieben. Als Pro die sehr starke Panzerung und eine relativ hohe Genauigkeit der Artillerie für ein Schlachtschiff auf T8. Dann haben wir eine sehr gute oder gute Torpedos, die kommen zwar nicht ewig weit, die Abwurfwinkel sind aber gut, die Geschwindigkeit der Torpedos ist schön. Der Alpha Damage ist, naja, ist so typisch deutsch, aber es ist eben hier auch gepaart noch mit Hydroakustik. Ja? Ihr könnt quasi Torpedos benutzen und Hydro gleichzeitig. Das heißt, ihr könnt die Torps den Torps der Gegner ausweichen und die Torps in den Gegner rammen, wenn man dazu sagen möchte. Eine relativ gute Verborgenheit, das war hier Platz 3, ja, gegenüber allen anderen T8-Schlachtschiffen und eine sehr gute Agilität, Platz 4, gegenüber allen anderen Schlachtschiffen auf der Stufe. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ist bei der Odin ja mehr oder weniger schon bekannt. Das Schiff hat sehr, sehr wenig Trefferpunkte, ist damit so auf T6-Niveau. Und das bringt uns eigentlich schon wieder zum nächsten Punkt. Ihr seid sehr gefechtsabhängig. Landet ihr im T6, 7 und 8 Gefecht, werdet ihr mit der Odin Spaß haben können. T9 und 10 eher weniger. Ja, muss man ganz klar sagen. Es ist sehr, sehr skillabhängig, das Schiff. Ihr müsst gut eure Gefechtslage einschätzen können und gegen wen ihr euch stellen könnt, also die Mechaniken beherrschen, Overpen, Overmatch und so eine ganzen Geschichten. Ihr müsst gut einschätzen können, was andere Schiffe können und ob ihr euch da dem Beschuss eben aussetzen könnt. Vermeidet HE-Spammer und eben Yamato Musashi kann auch sehr, sehr gefährlich sein für euch durch den Overmatch, der da eben stattfindet frontal. Dann habe ich mir die relativ lange Ladezeit für die Geschütztürme hier noch notiert und die relativ schlechte Flak. Ne? Selbst T8-Flugzeugträger können euch da immer locker auch mit einem doppelten Abwurf, also zwei Anflüge hintereinander gefährden, wenn ihr alleine unterwegs seid. Also bleibt im Verband oder fahrt in der Divi. Ja? Werde ich mir die Odin selber holen? Ich denke ja. Ja, 3.500 Dublonen ist sie aus meiner Sicht auf jeden Fall wert, weil sie eben wirklich einen leicht anderen Spielstil hat durch Hydro und diese Torpedos. Das fand ich schon ganz angenehm. Gerade auf T7, T8 kann man damit ordentlich Spaß haben. Alles andere ist eben die Qual. Ne? Heißt, wenn man dieses Schiff eben nicht im Werft-Event bekommt, ja, und möglicherweise, man weiß ja nicht, wie das Schiff später noch im Spiel ist, halt für die ganz harten, also für die ganze Dublon oder ganzen Euros sozusagen verkauft werden soll, für 40 Euro möglicherweise oder mehr, dann würde ich eher sagen, da muss man ein Spieler sein, der dieses Spiel eben wirklich komplett beherrscht, damit man mit der Odin auf allen Stufen viel Spaß hat, denn in 40% der Gefechte landet ihr ja auch in Gefechten der Stufe 9 oder eben 10. Jetzt hoffe ich, dass dieses Video euch geholfen hat, eure Entscheidung zu Odin zu treffen. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Gerne auch weitererzählen, der diesen Kanal gibt. Und dann sage ich danke für eure Zeit und wir wünschen euch was. Das Siegkreuz-Team und meine Wenigkeit. Ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.